Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum hoffentlich letzten Teil von diesem wirklich wunderschönen T-Shirt. Aber wir wollen es langsam anziehen. So, wir legen uns das Ganze mal gerade hin. Die Linie haben wir schon zusammen gemacht, den Kragen und die Ärmelchen. Und jetzt wollen wir uns um den Körper kümmern. Ich habe mir hier Maschenmarkierer reingemacht, wo es weitergeht, in welche Richtung. Damit das dann auch alles hinterher ordentlich passt und gut aussieht. So, ich benutze jetzt noch ein bisschen das Elber, das benutze ich noch auf. Ich habe jetzt noch ein ganzes Knäuel und das Stückchen. Und wenn ich das aufgebraucht habe, mache ich mit dem Hellgrau weiter, weil das sieht eigentlich ganz gut aus. Muss ich mal gucken, ob ich das Hellgrau dann auch noch brauche. Da bin ich mir nämlich gerade noch ein bisschen unschlüssig. So, wir legen uns den Faden an. Und jetzt geht es nur rein um den Körper. Wir arbeiten den Körper auch in Stäbchen und machen aber Wechselmaschen. Das heißt, wir machen jetzt eine Runde in unseren Zunahmen-Xen und dann eine Runde Stäbchen auf Stäbchen. So, also Marker raus, braucht man nicht mehr, jetzt drehen wir unsere Runden. So, hier habe ich jetzt den Faden angemacht. Wir machen jetzt einen Umschlag. Stechen nicht in die Masche ein, sondern bei mir hier in die blaue, also nicht hier in die braune, gleich wo wir rausgekommen sind, sondern in die blaue und machen ein Stäbchen, Umschlag und jetzt stechen wir in die braune ein und ein Stäbchen, Umschlag, nicht in die hellbraune, sondern in die dunkelbraune, Stäbchen, Umschlag, jetzt in die hellbraune und Stäbchen, Umschlag. Okay, jetzt habe ich zwei dunkelbraune. Also nicht in die nächste, sondern in die übernächste Masche und ein Stäbchen. Und jetzt die Masche, die wir ausgelassen hatten, ein Stäbchen rein. Das machen wir jetzt die gesamte Runde. Okay, jetzt war ich glaube ich aus der Kamera raus. Wir machen es gleich nochmal, da zeige ich es euch nochmal. Eine auslassen, dann ein Stäbchen und dann in die ausgelassene. Und das jetzt die gesamte Runde. So, in der nächsten Runde machen wir dann auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Ihr seht ja dann immer hier oben unsere Anstichstellen. Das heißt hier, 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 hier. Da kommt dann überall ein Stäbchen drauf. In der Runde danach kommt wieder diese gekreuzten Stäbchen und dann wieder eine Runde Stäbchen. So sieht dann unsere gekreuzten aus. Ich mache jetzt noch mal ein Stück und dann zeige ich euch noch mal den gesamten Mustersatz. So, meine Lieben, ich habe jetzt meinen Körper auf Länge und wie ihr seht, ich habe den Mustersatz dreimal wiederholt. Wir haben hier den Mustersatz. Einmal die Kreuze, eine Reihe Stäbchen, einmal die Kreuze, eine Reihe Stäbchen, einmal die Kreuze, eine Reihe Stäbchen, einmal Kreuz, Stäbchen, Kreuz. Die Kreuzreihe wiederholt sich im Mustersatz fünfmal. Also von hier bis hier fünfmal. Dazwischen immer eine Reihe ganz normale Stäbchen. Dann kommen drei Runden nur Stäbchen. Die haben wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier unten hat es leider nicht mehr gereicht, da wäre mir das T-Shirt einfach zu lang geworden. Weil ich möchte ja hier noch meine Abschlusskante haben, und zwar die gleiche, wie wir es am Ärmelchen haben. So, wie ihr seht, ich habe hier zwischendurch einen Wollwechsel gemacht. Das sieht jetzt erstmal ein wenig ulkig aus, aber im Gesamtbild passt das wieder wunderbar. Wir haben hier ja die Ella und hier habe ich ein ganz tolles Gründel helles Grau. Das ist dann dieses hier, so ein ganz hübsches.
die Farbe 27 von der Partie 118. So, insgesamt habe ich bei mir in der Runde, ich die Maschenanzahl noch irgendwo stehen. Nee, ich glaube, den Zettel habe ich schon weggetan. Müssten was bei 100 Maschen gewesen sein, ich jetzt richtig gezählt hatte. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall gleich eh nochmal zählen, weil wir brauchen unsere Maschenanzahl wieder durch 4. So, ich wollte euch aber jetzt erstmal zeigen, wie man vom Stäbchen jetzt auf die festen Maschen kommt, dass wir dann ganz normal unsere Luftmaschenkette machen können. Dafür hole ich euch mal ein Stückchen runter. So, ich bin jetzt hier im gekreuzten Stäbchen. Hier reicht es wirklich nicht mehr für die 3 Reihen oder 3 Runden, wo wir Stäbchen in Stäbchen arbeiten. Dann wird es mir einfach wirklich zu lang. So, wir gehen jetzt in die nächste Masche rein. Ohne Umschlag, holen uns den Faden und häkeln eine feste Masche. Und schon haben wir das hier wunderbar begradigt. Das fällt so gar nicht mehr auf, dass hier ein Stäbchen war und dass das jetzt so runtergeht. Und jetzt machen wir unseren Rand, wie wir es am Ärmel und am Kragen schon gemacht haben. 3 Luftmaschen. Moment, hier habe ich einen Faden nicht erwischt. So, jetzt. Und wir zählen die vierte Masche ab. 1, 2, 3, 4 und setzen in die vierte Masche. Unsere feste Masche. Und nach der Runde machen wir dann, wie hier am Ärmelchen auch, unsere Muscheln. Das war eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen, eine feste Masche, rein in die nächste Lücke. Und wieder eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen, eine feste Masche. Und so hüpfen wir dann in der nächsten Reihe von Lücke zu Lücke. Das sind hier diese Lücken, die wir gerade erzeugen. Und die hier machen wir jetzt 3 Luftmaschen und in die vierte Masche. Eine feste Masche, dann wieder 3 Luftmaschen in die nächste Masche. Eine feste Masche. So, ich mache das Ganze mal und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, wenn wir das soweit geschafft haben, heißt es nur noch Faden abschneiden und vernähen. Und dann haben wir es fertig. Oh, ich freue mich. Es ist endlich fertig. Auf dem Grau sieht man das Muster sogar noch schöner wie auf dem Bunt. Ja, wenn man mal so schaut. Ja, ich weiß, die zwei Farben wirken sehr unterschiedlich, aber getragen wirken sie dann wiederum sehr, sehr gut. Das habt ihr ja vorne im Vorstellungsvideo gesehen, dass die beiden Farben dann doch wieder sehr harmonisch miteinander sind. So, und jetzt vernähe ich den Faden hier einfach nur noch so ein bisschen. Also so, dass er auch waschmaschinenfest ist. Und vernähe dann gleich noch alle anderen Fäden. Ja, meine Lieben, was bleibt jetzt noch zu sagen? Außer ihr könnt mir noch beim Vernähen zuschauen, aber ich denke mal, das ist zu langweilig für euch. Dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen, dafür, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit eurem wunderbaren kleinen Oberteil. Lasst mir ein Däumchen nach oben, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat, ein Abo, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Ja, mir bleibt jetzt nur noch ein freundliches Winke-Winke in die Runde und bis zum nächsten Mal.